Ja, hallo, liebe Freunde des Sports und auch außerhalb des Sports in der Russischen Föderation und in Deutschland. Am 8. Mai jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges und am 9. Mai wird dieser Tag, der Tag der Befreiung in der Russischen Föderation, sehr, sehr groß gefeiert. In Russland sagt man, man hat den Faschismus besiegt und man redet weniger davon, dass man uns Deutsche besiegt hat. Allein in der Formulierung hört man sehr, sehr deutlich heraus, dass die Russische Föderation uns Deutschen gegenüber überhaupt gar keine Vorbehalte hat. Im absoluten Gegenteil ist man uns gegenüber sehr, sehr offen. Und ja, wie sagt man so schön im Sport, Sport verbindet. Und das wünsche ich mir natürlich auch weiterhin für die Zukunft in der Gesellschaft, aber auch in der Politik zwischen beiden Ländern, um weiterhin im Frieden zu leben. Unsere Kinder werden uns alle danken. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt gesund. Euer Marco Henrichs. Paka paka.